Hallo und willkommen. In diesem Video möchte ich euch von meinen Erfahrungen mit dem LinkPlus P1 Laptop berichten. Viel Spaß! Als Student liebäugelt man ja schon das ein oder andere Mal mit einem MacBook der neuen Generation, aber um ehrlich zu sein, würde ein derartiges Gerät zumindest mein Budget vollkommen sprengen. Wahrscheinlich geht es vielen Kommilitonen bzw. Schülerinnen und Schülern ähnlich wie mir und dennoch würde man gerne ein schickes und hochwertiges Arbeitsgerät erwerben. Dabei fiel mir eben dieses Gerät auf und zu einem Preis von 279 € auf Amazon klingt die Ausstattung recht interessant. Doch eins nach dem anderen. Vielleicht beginnen wir mit dem Design und der Verarbeitung. Wie ihr sehen könnt, erinnert das Aluminiumgehäuse schon recht stark an ein MacBook und so fühlt es sich tatsächlich auch an. Billiges Plastik suchen wir hier vergeblich. Das Gerät ist sauber verarbeitet und die Spaltmaße stimmen. Sogar mein altes Lenovo-Gerät, das etwa das Doppelte gekostet hatte, kommt nicht an diese Verarbeitung heran. Ein Knarzen oder ähnliches kann ich bei meinem Gerät nicht wahrnehmen. Eine weitere Stärke ist sicherlich das helle Display. Klar, bei sehr hellem Sonnenlicht in freier Wildbahn schwächeln ja viele Laptops, aber ich bin von diesem Full-HD-Display, das übrigens eine Diagonale von 13,3 Zoll besitzt, echt begeistert. Es ist zwar nicht matt, weist aber eine echte Glasfront auf, statt billigem Plastik. Die Q-Wertz-Tastatur geht völlig in Ordnung. Die Tasten haben einen guten Druckpunkt und lassen sich einwandfrei betätigen. Wir haben übrigens auch eine FN-Taste mit an Bord. Das Touchpad ist angenehm groß und unterstützt auch die üblichen Gestensteuerungen von Windows. Der Ton geht für diese Preisklasse übrigens auch völlig in Ordnung. Man kann natürlich nicht die Qualität eines professionellen Klangsystems erwarten, aber subjektiv würde mir das völlig genügen. Apropos Klang. Das Gerät besitzt keinen Lüfter und ist somit angenehm leise. Kommen wir nun jedoch zu einem relativen Kritikpunkt, nämlich dem Speicher. Dieser ist mit 32 GB etwas knapp bemessen und dürfte nur denjenigen ausreichen, die wirklich nur surfen und hier und da mal ein Dokument erstellen wollen. Man muss auch bedenken, dass etwas weniger Speicher als die 32 GB zur Verfügung stehen, da noch Windows 10, das übrigens in deutscher Sprache vorinstalliert ist, einen zusätzlichen Platz beansprucht. Das Gute ist allerdings, dass der Hersteller auf der Rückseite einen kleinen Slot eingerichtet hat, sodass auch weniger Technikbegabte wie ich problemlos eine SSD bis zu 512 GB einsetzen können. Natürlich kann man seine Daten auch per USB auf eine externe Platte bzw. auf einen USB-Stick laden. Mit zwei USB 3.0 Anschlüssen auf der Seite sollte die Datenübertragung zügig ablaufen. Zudem verfügt das Gerät über einen Klinkenanschluss, einen HDMI-Port und Platz für eine MicroSD-Karte. Der Prozessor ist ein Intel Celeron N4000 Dual Core, welcher die üblichen Office-Anwendungen relativ schnell startet. Selbstverständlich kann man auch in angenehmer Geschwindigkeit im Internet surfen. Gamer werden allerdings zu kurz kommen. Aber mal ehrlich, ich kenne in dieser Preisklasse kein Gerät, das sich für aufwendige Spiele eignen würde. Insofern kann man hier nicht meckern. Ich habe übrigens Linux aufgespielt. Auch dies ist also problemmöglich. Die 4 GB RAM, die dem Prozessor beistehen, genügen ebenfalls für die alltäglichen Aufgaben. Neben einem schnellen Arbeiten fordert man von einem transportablen Gerät natürlich auch einen starken Akku. Das LinkPlus P1 bietet einen 12.000 mAh großen Akku, der etwa 9 Stunden halten soll. Da ich das Gerät jedoch noch nicht allzu lange im Einsatz habe, kann ich noch keinen reliablen Erfahrungswert liefern. Doch 12.000 mAh klingen re schon recht vernünftig. Sicherlich hängt aber die Akkudauer auch stark von der Displayhelligkeit und den geöffneten Anwendungen ab. Das Gerät unterstützt des Weiteren auch den WLAN-Standard 802.11n, sodass Internetseiten schnell aufgebaut werden. Eine Webcam ist ebenfalls mit an Bord. Zu guter Letzt ist es vielleicht noch interessant zu wissen, dass das Ganze 1,4 Kilogramm wiegt und somit doch recht portabel bleibt. Es unterbietet somit knapp eine 1,5 Liter Wasserflasche. Gut, Leute, das sind die wichtigsten Eckdaten gewesen. Aber nun mal ehrlich, lohnt sich das Ganze für 279 €? Klar, das ist deutlich weniger als für ein MacBook, aber isoliert betrachtet sind 279 € dennoch recht viel Geld. Das muss man natürlich letztlich für sich selbst entscheiden. Ich würde jetzt nach meinen Erfahrungen subjektiv sagen, ja, man bekommt hier wirklich etwas für das Geld geboten. Insbesondere die Auswahl an hochwertigen Materialien und das klasse Display finde ich gut. Und der Speicher hätte etwas größer sein können.
Doch dieser lässt sich ja theoretisch auch mit einer Micro-SD-Karte bzw. im Fall der Fälle auch mit einer SSD erweitern, zumal die 32 GB auch für das lediglich Browsen ausreichen dürften. Insofern kenne ich derzeit kein Gerät dieser Preisklasse, das genauso gut wie dieses hier wäre. Und somit ist es ein echter Geheimtipp. Somit hätten wir das Ende des Videos erreicht. Ich hoffe, dass es wenigstens ein wenig hilfreich war.